I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colours. It's terrifying to think we harboured such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next, I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. They want to keep us scared, harness us with mind control, suck every last ounce of usefulness out of us, and even in death they'll sell off our bodies. And what do you suggest we do, Crypto King? Go underground. Deep enough, no electric signal can get you. It's the only way. Well, thank you to all of our callers today, and thank you for tuning in and scouting for the truth along with me. Next week, Buccaneer Radio will be diving into the Albion Corporation. Just who are these men and women being paid lucrative amounts for the city's defence? Are they protecting us? Protecting London? Or someone else's interests? See you next week, fellow pirates. Claire Waters out. Inwiefern, Basti? Das interessiert mich jetzt auch mal. Und G-Man, natürlich kann jeder seine Meinung haben, aber ich finde das, ich mag die Mütze, ich mag das Käppi. Ja, okay, wenn man das so sieht, ja, Basti, gebe ich dir absolut recht, aber man darf nicht vergessen, es ist ein Videospiel. Es ist immer noch ein fucking Videospiel. Ja. Ah, trotzdem. Und junge Leute, Entschuldigung, das Spiel ist ab 18. Shit, situation is worse than I thought. Ah, but there's a candidate. Looks like your DedSec's best hope. Mhm. Okay, ich darf meinen ersten Agenten auswählen. Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Also, wir haben Finn O'Shea. Das sagt sich so leicht, aber die Medien. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn man danach geht, dann dürfte man den jungen Leuten auch keine Bild in die Hand drücken. Ein wenig Intelligenz sollte man dem Spielern zutrauen. Ja, ja. Und ab 18 Siege hat, glaube ich, noch keinen abgehalten. Das ist richtig. Also, wir gehen mal eben ganz kurz die Charaktere durch, die ich mir jetzt hier aussuchen könnte. Ihr könnt ja dann einfach schon mal reinschreiben, welchen ihr präferieren würdet. Ich habe bisher noch gar keine Präferenz. Also, wir haben Finn O'Shea, Schmuggler, wurde wegen Befehlsverweigerung aus den British Armed Forces entlassen. Wir haben Maria Mihailov, Fitnesstrainerin.
Bild sollte man niemanden in die Hand drücken. Ja, das ist, ja, Bashur, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Schafft es trotz Knöchelbruch bei einem Marathon ins Ziel. Holy shit. Okay. Ella Cordry, Songwriter oder Songwriterin, stellt gefälschte Gutscheine her. Ich hätte gern 3 Milky Way. Aber wir haben gar keine Milky Way Gutscheine. Doch. Die passt schon mal nicht zu uns. Die mit dem gebrochenen Knöchel? Nein. Bertie Wright, Barkeeperin, hat den Earl's Fortune Pub mit 5 Sternen bewertet. Wichtig. Wichtige Information. Raymond Rickman, Großunternehmer, hat die Privatnummer des Polizeikommissioners. Ist er Batman? Braden Ward, Videospieldesigner. Oh yeah. Wurde nach dem Hacken von MMO-Servern von LBN kontaktiert. Ich habe WoW gehackt. Ungefähr so sieht der aus. Mariam Nassar, Taschendiebin, lebenslanges Hausverbot im Londoner Zoo. Oh, das ist traurig. Owen Raid, der ist Arzt, arbeitet in einem Kinderkrankenhaus im Ausland. Chloe Ferreira, Podcasterin, vorgeladen wegen Tretens einer Albion-Wache zwischen die Beine. Sehr schön. Key Tran, Videospieldesigner, betreibt ein Hackerforum im Dark Web. Mhm. Rachel Chandra, Filmemacherin, kaufte kürzlich einen Sportwagen für 200.535 Pfund. Okay. Michael Chakravarti, Internetpromi, ist bei der Motorradführerscheinprüfung durchgefallen. Laura McGee, Romanautorin, ehemalige Kryptografin. Okay, das ist nice. Eric Grozer, Klempner, ehemaliges Vorstandsmitglied der Gewerkschaft. Gefährliche Leute. Azuka Shihu, Illustratorin, schrieb eine Rezension zur National Gallery, der letzte Rotz. Sehr nice. Okay, wen präferiert ihr? Wen präferiert ihr? Das würde mich mal interessieren. Das ist krass, wie viele man... Zweite Reihe Mitte. Den Großunternehmer mit der Privatnummer vom Polizeikommissioner. Batman. Andere Vorschläge? Kann man die eigentlich drehen? Nee, schade. Der Klempner. Warte, das war der Klempner, ne? Schwere Nahkampfwaffe. Er hat einen Mutterschlüssel dabei. Wie geil ist der? Warte mal, das habe ich noch gar nicht geguckt. Okay, der hat eine P6 halbautomatische Pistole, die körperlich fit nimmt, weniger Schaden. Treuekarte, Kleidungsrabatt, wichtig. Harter Trinker, nimmt weniger Schaden. Polizeikontakt, kürzere Teamverhaftungszeit. CTOS-Drohne, Drohnenruf. MP5, vollautomatische MP. Privatpatient, kürzere Teamgenesungszeiten. Albion Vendetta, extra Fraktionsschaden. Blitzhack, kurze Hackabklingzeit. Oscure Ultra 8, eigener Sportwagen. Kurahava Centura, eigenes Motorrad, 6G-Datenangriff, schnellere Downloads, Mutterschlüssel, schwere Nahkampfwaffe und Brechstange, leichte Nahkampfwaffe. Ich habe eine Autorin genommen. Katzi, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich habe das gerade gelesen und habe mir gedacht, Katzis Charakter. Die 2 mit dem Knöchel, dann bist du nicht direkt am Ende, wenn du es mal auf den Deckel bekommst. Du meinst die Fitnesstrainerin? Ein Engländer. Zweite Reihe Mitte. Ich fand das nice. Ja, auf jeden Fall. Ich würde... Also die Frage ist jetzt, ihn, den Klempner. Wen hatten wir jetzt noch? Die Fitness-Dame. Also die mit den fahrbaren... Untersetzen nicht, du weißt, dass das angeht. Ja, das auf jeden Fall.
Also ich tendiere gerade zwischen dem Großunternehmer und dem Klempner. Die Fitnessdame glaubt uns niemand. Nein. Deswegen, also entweder Raymond oder Eric. Ich bin mir aber gerade noch nicht sicher. Warte. Also, Kopf oder Zahl? Connection zu dem Bullen ist immer von Vorteil. Hm. Alexa, wirf eine Münze. Okay. Zahl. Zahl. Okay, wir nehmen den Klempner. Alexa ist super. Es ist super. Also, wir nehmen den Klempner. Wir werden ja eh noch mehr bekommen, richtig? Willkommen beim Widerstand. Eric Grozer wird das erste Mitglied deines DedSec-Teams. Baue dein Team weiter aus, indem du neue Mitglieder rekrutierst. Yes! Nice. Wir sind Klempner. Weißt du Bescheid? Nahkampf und Lara, ich sehe den Death Counter rotieren. Ist ja Permadeath. Tod ist tot, ne? Okay, ich liebe britischen Punk, ne? If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Okay, yeah. Nice. Okay, warte mal. Jetzt will ich, eine Sache würde ich mal ganz kurz gucken. Unterstrich Koffein. Geil. Er hat einen internen Beutel dabei, XD. Ja. Und einen Schal. Ich habe erst gedacht, er wäre so ein Hooligan. Tower FC. Tower FC, also Tower Football Club East London. Mein Mann. Steht das mit Absicht auf Englisch oder gibt's das wieder nur so? Was? Du meinst den Ton? Ich bin ein großer Fan des britischen Englisch. Dementsprechend ja, es ist Absicht. Es gibt auch eine deutsche Vertonung, aber ich liebe den britischen, das britische Rotzenglisch. Du hast doch Streamlabs OBS, oder? Ja. Ja, habe ich. Warum? Hallo Hase. Was war das denn? Kann der eigentlich nicht mehr scannen? Guck mich einfach nur so an. Was ist los mit dir? Mach mal Spinwheel klar für solche Entscheidungen. Spinwheel? Oh, warte. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Also ich kann ja... Cloudbot? Spinwheel, warte mal. Ich sehe die MCA schon kommen, ne? Spinwheel. Ja, das müsste doch hier irgendwo unter dem Bot sein, richtig? Settings. Nope. Oh, widgets. Ah, warte. Ich weiß, wie ich das mache. Plus. Spendenziel. Spendenglas. Glücksrad. Quelle hinzufügen.
Nice. Boah, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Glücksrad verwalten. Wir können das beim nächsten Mal ausprobieren. Mann, das Game ruckelt vielleicht bei mir. What? Also das Spiel neu starten. So, aber um die Frage von Bashur nochmal zu beantworten. Ja, es ist gewollt, dass es auf englischer Sprache ist. Die Frage ist jetzt gerade... Mission, Daten, London, Podcast von Claire Waters, Mitschnitt, Übertragung eines Piratensenders. Die Moderatorin Claire Waters spricht über DeadSecs Bild in der Öffentlichkeit und sucht die Wahrheiten hinter den Schlagzeilen. Okay. Jetzt will ich nochmal gucken. Optionen. Gameplay. Kamerazentrierung. Nee. Maus und Tastatur. Gibt es keine... Hier, wir hatten doch sonst immer so diese Sachen von wegen, ja, der ist das und das, der ist das und das. Gibt es das gar nicht mehr? Das wäre ja schade. Hilft mit den FPS... schalte runter, stelle oder Auflösungs... Also ich habe FPS auf 60 gedrosselt. Der geht also nicht über 60 FPS. Das hilft ungemein. Piccadilly Circus? Aber es ist viel zu leer für den Piccadilly Circus. Entschuldigung, aber so leer ist es hier nie. Das heißt, theoretisch müsste da, wo jetzt Grace dran steht, eigentlich war da immer hier dieses komische Theater drin. Und da hinten in der Straße... Oh Gott, warte. Ich muss mal eine Sache ganz kurz gucken. Sorry. Ich muss mal eine Sache ganz kurz gucken. Star Roger Coffee. London's Best. Oh no! Eigentlich ist hier nämlich ein richtig geiler Pub drin gewesen. Oh, kein Pub für mich. Was haben wir denn hier? Oh Gott, was haben wir denn da? Teuer, ich weiß. Garderobe. Outfits. Standards und... Oh Gott. Nee, ich glaube, ich bleib dabei. Masken. Ich glaube, ich will ihm die geben. Gesichtsmode. Oberbekleidung, Standard, Unterbekleidung, Standard, Schuhe, Tasche. Ich finde den Turmbeutel geil. Was gestört hat, Graka-Download. Ah, okay. Oh, ich liebe es jetzt schon. Obwohl wir noch nicht viel gesehen haben, liebe ich es jetzt schon. Was haben wir denn hier? Ich habe gestern ca. 30 Shops besichtigt. 30 Shops besichtigt, okay. Ohrringe? Ja, ich habe ja eh noch Brille. Ah, Hüte. Haben wir denn noch? Also er hat jetzt ja... Oh Gott. Ne, Schuhe. Nice. Nee.
Ach komm, ich habe eh keine Kohle, das heißt, wir werden jetzt erstmal schauen.